Hey Leute, was geht ab? Euer Marcel ist da und heute mal mit ein paar neuen Sachen in Fortnite. Ja, zum Beispiel kann man jetzt hier eine Spitzhacke sehen, die ist eigentlich ganz nice. Dann kommt noch eine, die ist eher so Camouflage. Die passt wahrscheinlich eher zum Twitch-Skin, zum Prime-Twitch-Skin vom Havok. Die ist richtig cool. Und dann gibt es noch zum Beispiel diesen, sag ich mal, dieses Statue oder diesen Engel. Sieht auch sehr cool aus, also die haben echt gute Skins rausgehauen. Das sind ja jetzt alles diese Äxte. Jetzt kommen gleich auf jeden Fall noch Skins, die ich euch zeigen werde. Ich finde, die sehen meiner Meinung nach richtig, richtig geil aus. Zum Beispiel dieser Skin, der erinnert mich irgendwie an einen Halo-Charakter. Mir fällt gar nicht der Name an, aber sieht echt nach einem Halo-Charakter aus. Und ich bin ein riesengroßer Fan von Halo, also das könnte auf jeden Fall ein Skin für mich werden. Ich denke eher, dass dieser Skin erworben werden kann, beziehungsweise man kann ihn bekommen, wenn man einfach nur V-Bucks kauft. Und da kriegt man den Skin kostenlos dazu. Denke ich mir jetzt so. Wäre auf jeden Fall eine sehr coole Sache, wenn man den dazu bekommen müsste. Aber halt V-Bucks kaufen ist jetzt nicht das, was jeder macht und nicht jeder dazu Geld hat. Aber sonst finde ich den echt cool. Dann noch dieser Skin, den finde ich richtig geil. Den hat einen Motorradfahrer mit oben schönen schwarzen Strichen, dann roten Schal. Aber es gibt auch noch einen, ich weiß nicht, ob der auch kommt. Der sieht genauso ähnlich aus. Also hier, den könnt ihr sehen mit roten Strichen oben. Einen roten Schal, sieht auch auf jeden Fall sehr cool aus. Dann kommt übrigens noch ein Skin, beziehungsweise zwei Skins mit demselben Aussehen, einmal für eine Frau und einmal für einen Mann. Erinnert mich eher so an einen Agenten oder so. Dann gibt es noch diesen Skin. Das ist für mich der absolute beste Skin, den es geben wird im nächsten Update. Die kann man wahrscheinlich, alle diese Skins muss man kaufen, mit V-Bucks, also vom Shop. Der Skin ist echt cool mit einem Rückenaccessoire noch dazu, also ein richtig geiler Skin. Leute, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst mir doch ein Like da. Ich bin für heute raus. Tschüss!